Die Börsen steigen langfristig ja anscheinend immer. Nur einzelne Aktien, die tun das natürlich nicht. Und es gibt eine neue Studie, die wieder mal zeigt, dass Einzelaktien ja vielleicht noch riskanter sind, als viele Anleger das denken. Heißt es jetzt endgültig Finger weg von Einzelaktien oder wird das Ganze auch ein bisschen übertrieben dargestellt? Willkommen bei Zukunftsmärkte. Heute ist der Tag der schockierenden Einsichten. Punkt 1. Neue Erkenntnisse der vergleichenden Geschlechterforschung. 50% aller Frauen sind dümmer als der Durchschnitt der Männer. Und wenn Sie diese Aussage empörend finden oder unangemessen, dann fallen Sie wahrscheinlich auch in diese Gruppe. Nein, tun Sie natürlich nicht. Aber Sie haben sich jetzt vielleicht kurz blenden lassen von einer Sache, die sich erstmal sehr dramatisch anhört und die das aber gar nicht ist. Weil, wenn wir davon ausgehen, dass Männer und Frauen gleich intelligent sind und dass sich die Intelligenz auch normal verteilt, dass die normal verteilt ist um den IQ 100 rum, dann wären natürlich 50% der Frauen automatisch dümmer als der Durchschnitt, genauso wie 50% der Männer automatisch auch unter dem Durchschnitt liegen. Es ist also eigentlich nur eine Spielerei und so scheint es auch ein bisschen mit manchen Börsenstatistiken zu sein. Zum Beispiel von dem, was gerade rumgeht, vom Flossbach, vom Storch Research Institute. Das gehört zum Vermögensverwalter Flossbach vom Storch und der Beitrag heißt Wertschaffung und Wertvernichtung am deutschen Aktienmarkt von Philipp Immenkötter. Ich stelle Ihnen den Link hier auch unter das Video. Und es ist eigentlich wieder mal ein sehr guter Beitrag, aber mit Daten, die man auch schnell in falschen Hals kriegen kann. Es geht darum, welchen Wert haben deutsche Aktien geschaffen in den letzten 20 Jahren? Der Wert liegt bei 1,7 Billionen Euro. Tolle Sache, spricht stark für deutsche Aktien. Aber der Anteil der einzelnen Aktien ist natürlich sehr unterschiedlich. Es sind über 1000 Aktien betrachtet worden. Und jetzt kommt die brutale Aussage. Die Hälfte von dem gesamten Wertzuwachs ist geschaffen worden von nur 12 Aktien. Und die volle Wertschaffung ist schon mit den besten 116 Aktien erreicht worden. Das heißt im Umkehrschluss, die übrigen 897 Aktien, also 89%, die haben für den Anleger keinen Mehrwert mehr geschaffen im Vergleich zu einer kurzlaufenden Bundesanleihe. Das ist die Referenz. Und hier das Ganze grafisch, von links nach rechts die Aktien mit dem höchsten Wertschöpfungsbeitrag, der dann eben immer niedriger wird. Die ersten paar Superaktien, die schaffen schon den meisten Wert, dann flacht das ganz schnell ab und so ab der Mitte geht es dann auch schon wieder runter. Das ist niederschmetternd und es klingt auch wieder mal nach einem unglaublichen Triumph natürlich für die ETF-Industrie und für das passive Investieren. Weil, wie in aller Welt, wollen Sie es als aktiver Anleger schaffen, dass Sie von über 1000 Aktien genau diese 12 Superaktien haben oder auch nur eine von den 116 Aktien dann, die es dann auch noch irgendwie rausreißen. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering und das, was man selber im Depot hat, das ist demnach dann auch höchstwahrscheinlich Schrott. Also musste man sich dann auch nicht wundern, dass viele Anleger sagen, die Börsen steigen seit 20 Jahren, nur mein Depot, das sieht aus wie ein Friedhof. Und darum hat dann zum Beispiel auch die Tagesschau geschrieben auf ihrer Internetseite und als Konsequenz aus dieser Studie, Experten raten daher, Börseninvestments sehr breit und auch global zu streuen, etwa mit Fonds oder günstigen börsengehandelten ETFs. Selbst Investorenlegende Warren Buffett rät Anlegern von der Auswahl von Einzelaktien ab. Sie sollten lieber in einen kostengünstigen ETF auf den S&P 500 investieren. Das ist garantiert auch das, mit dem er Multimilliardär geworden ist. Nur,
Das besagt die Studie eigentlich gar nicht. Sie sagt nämlich eigentlich sogar, dass bis zur 585. Aktie noch ein positiver Ertrag erzielt worden ist, nur dass der Zuwachs von der 116. bis zu dieser 585. Aktie, den die erzielt haben, der ist von den Verlusten, die die Aktie nach der 585. Aktie erzielt haben, wieder ausradiert worden. Und zum Beispiel die 400. Aktie, die kann ja auch noch eine sehr gute Performance erzielt haben, nur war ihr Börsenwert vielleicht sehr niedrig, so dass der Beitrag zum Gesamtzuwachs dann auch niedrig war. Ein Beispiel, die Aktie von Elmos Semiconductor, die ist in den letzten 5 Jahren um 170% gestiegen, aber es ist ein sehr kleiner Wert. SAP ist ungefähr 100 Mal so groß und die hätten darum auch nur für den gleichen Beitrag zum Wertzuwachs um 1,7% steigen müssen. So wird das gerechnet und das relativiert eben auch schon viel. Trotzdem, ganz aus dem Schneider sind wir noch nicht. Philipp Immenkötter hat 2021 schon mal einen Beitrag publiziert, auch bei Flossbach von Storch, das Risiko der einzelnen Aktie. Und hier haben wir die durchschnittliche Wertentwicklung, diesmal von 2003 bis 2020. Sie war insgesamt bei 46,5%, das ist gut. Es gibt auch ein paar, sieht man hier, die um über 100% gestiegen sind. Aber was wir auch sehen, es gibt nicht so wenige, die wirklich auch um 60 bis 90% gefallen sind. Und bei sage und schreibe 20% der Aktien war der Verlust bei 100%. Und so sieht wahrscheinlich auch ungefähr die Intelligenzverteilung bei Männern und Frauen aus. Es gibt ein paar Outperformer, die meisten sind im Mittelfeld. Und 20% ist dann ein Totalausfall. Aber wie auch immer, was sehr bedenklich ist, nur 6 von 10 Aktien haben überhaupt eine positive Wertentwicklung gehabt. Und es gibt ja andere Studien auch zu anderen Börsen und da sieht es eben auch nicht viel anders aus. Muss man da nicht wirklich sagen, Einzelaktien sind Harakiri und das einzig seriöse Investment ist eben wirklich ein breit gestreuter ETF? Trotz aller Argumente, die es ja gegen ETFs auch gibt. Und ich stelle nur mal eins heraus, das ist eine Grafik von Börse Online aus dem Beitrag "Wie dumm sind eigentlich Indizes?". Das ist ein sehr guter Beitrag gewesen. Wer einen Index kauft, der investiert natürlich immer am meisten in das, was sowieso schon am meisten wert ist und am höchsten gewichtet ist. Aber das ändert sich ja ständig. Von den Unternehmen, die 1990 den höchsten Börsenwert gehabt haben, war 2020 außer Exxon kein einziges mehr dabei. Und sogar von 2010 bis 2020 haben es nur 3 Konzerne geschafft, dass sie sich unter den größten 10 halten auch. Lassen Sie die Tabelle ruhig mal auf sich wirken. Das heißt, wenn man in einen ETF auf einen Index investiert, ist von vornherein eigentlich schon klar, dass das nicht wirklich optimal ist. Und trotzdem, die aktiven Fondsmanager schaffen es so gut wie nie, dass sie den Markt dauerhaft schlagen und die aktiven Privatanleger, die schaffen es wahrscheinlich erst recht nicht. Obwohl andererseits auch völlig klar ist wiederum, wenn sie eine oder zwei von den Top-DAX-Aktien gehabt hätten die letzten Jahre und dann noch ein paar aus dem Mittelfeld, dann hätten sie den Index natürlich deutlich geschlagen. Und es ist ja auch viel vorgeschlagen worden schon, wie man das vielleicht schaffen könnte. Also dass man eben zum Beispiel stark auf Wachstumsaktien setzt, weil die eben irgendwann vielleicht mal wirklich die größten sind. Aber es hat sich eben herausgestellt, auch Wachstumsaktien sind natürlich unterm Strich nicht besser als andere Aktien. Oder man könnte jetzt natürlich auch auf potenzielle Indexaufsteiger setzen und solche Dinge. Aber es wird ja von den Profis schon längst alles gemacht und bringt ja, aber am Ende trotzdem auch anscheinend nicht so viel. Aktiv anlegen. Es ist offensichtlich kein Zuckerschlecken. Und natürlich gibt es aktive Anleger, die interessiert sowas wie eine Benchmark überhaupt nicht. Sondern die haben ein paar Aktien, die finden sie gut, die kennen sie auch gut und damit wollen sie einfach einen Gewinn erzielen, vielleicht sogar auch relativ kurzfristig. Und das ist ja auch nicht verkehrt. Aber gerade wenn man es natürlich langfristiger sieht und sich mit Einzelaktien ja vielleicht auch was aufbauen will, dann sieht man schon, es hat seine Tücken.
Und es ist anscheinend auch gar nicht mal so wichtig, dass man jetzt immer die Superaktien im Depot hat, sondern es ist wahrscheinlich noch viel wichtiger, dass man eben möglichst wenige von diesen Verlustbringern hat, die einen dann runterziehen. Und dazu ist zu sagen, Verluste wird es natürlich immer geben. Es wird immer böse Überraschungen geben. Auch gute Aktien können fallen, wenn das Marktumfeld schlecht ist oder weil die Welt einfach auch manchmal komplizierter ist, als man so denkt. Und darum ist es schon wichtig, dass man auch als Langfristanleger seine Aktien im Auge hat und dass man da auch ein Risikomanagement hat und eingreift, wenn mal was aus dem Ruder läuft. Kaufen und liegen lassen, das klingt zwar schon immer gut, es ist aber bei Einzelaktien nicht unbedingt immer das Beste. Und je weniger sie diversifiziert sind, umso aktiver müssen sie sich kümmern um ihre Aktien. Und darum ist ja gerade auch bei Einzelaktien eben auch eine breite Streuung wichtig. Das ist auch unumstritten und das sollte auch das Ziel sein von Ihnen, wenn Sie sich ein Portfolio aufbauen. Und der nächste Punkt ist Qualität. Klar, Qualität zu einem möglichst guten Preis. Je mehr Sie davon haben, umso geringer ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass Sie mit Ihrem Depot wirklich mal stark unter Wasser kommen. Und wir haben ja gerade gehört von den vielen, vielen Aktien, die dauerhaft Kapital vernichten. Und wie gesagt, es kann mit jeder Aktie passieren. Aber ich behaupte jetzt trotzdem mal ganz dreist, bei einem nicht unerheblichen Teil von diesen Aktien war das ja vorher auch fast schon absehbar. Anders als die Finanzmarkttheorie das immer so sagt, wo ja überall alles schon lang eingepreist ist und plus noch eine ordentliche Risikoprämie auch obendrauf, sodass man ja eigentlich fast nie Geld verlieren dürfte mit Aktien. Aber die Realität, wie wir sehen, sieht anders aus. Viele Aktien sind einfach, ich will nicht sagen dubios, aber sie sind einfach sehr spekulativ. Es kann gut gehen, man sollte mit denen aber schon wissen, was man tut und man darf sich da eben dann auch nichts vormachen, wenn man solche Aktien hat. Und ein gut diversifiziertes Depot ist jetzt auch nicht unbedingt eine Mischung aus Wasserstoffaktien, Biotechs und Rohstoffexplorern oder sowas. Und wo man eben grundsätzlich auch vorsichtig sein muss, das sind zum Beispiel Aktien, die der Markt stark meidet, die schon stark gefallen sind. Das hat oft auch seine Gründe. Und man denkt da schon schnell mal, das sind jetzt Schnäppchen, das ist eine große Chance mit niedrigem Einsatz, aber stellt sich eben oft auch raus, dass sie auch das wenige Geld, das man investiert hat, dass sie auch das nicht wert gewesen sind. Ab und zu gehen solche Turnaround-Spekulationen natürlich auch auf, aber auch aus meiner eigenen Erfahrung muss ich leider sagen, sie gehen eben oft auch nicht auf. Ich persönlich habe das meiste Geld mit Aktien verloren, wo ich gedacht habe, die können doch gar nicht mehr billiger werden. Aber siehe da, sie sind billiger geworden. Also nicht immer nur Ramsch kaufen. Aber natürlich auch möglichst nicht zu teuer kaufen, ist auch klar. Aktien fallen nicht unbedingt darum, weil die Unternehmen jetzt alle furchtbar schlecht wären, sondern weil vielleicht beim Kauf die Erwartungen zu hoch waren. Und das passiert auch oft, das wissen wir alle. Und die ganzen vielen Hypes, die wir gehabt haben und die Megatrends, die einem immer verkauft worden sind, das ist auch was, was viele Anleger immer wieder viel Geld kostet. Ich habe dazu im September ein eigenes Video gemacht. Sind die Kleinanleger immer die Dummen, heißt es. Und da geht es um die Fallen, in die man eben auch immer wieder gern mal reinläuft, auch mental. Und ich glaube schon, man muss wirklich auch ein Grundmisstrauen entwickeln als Anleger gegenüber sich selber, aber auch gegenüber dem ganzen Finanzkomplex und den Finanzmedien und auch hier gegenüber Finanzvideos auf YouTube. Ich sage es ganz offen, viele von den Infos, die Sie hier von uns bekommen, die sind für Anleger eigentlich toxisch. Nicht unbedingt die Infos selber, aber dass einem dadurch eben auch immer wieder vermittelt wird, dieses oder jenes, das ist einfach so, wie wir sagen, unumstößlich. Jetzt klingelt es hier, als wären das Gewissheiten, die es so aber nicht gibt, die es so auch nicht geben kann.
Und es schadet ja nichts, wenn jemand hier Ideen vorstellt oder auch einen interessanten Sachverhalt, aber man muss es für sich als Zuschauer immer relativieren und sich auch nicht zu stark auf irgendwas fixieren, weil es eben auch manchmal anders kommen kann. Und hier bei uns, da geht es ja auch oft um Einzelaktien. Nächste Woche kriegen Sie zum Beispiel von uns einen Zukunftsmärkte-Report. Da geht es um die Aktien von chinesischen Fluggesellschaften, weil die Covid-Lockerungen in China, das ist natürlich eins von den großen Themen im Moment. Und wir sind oft gefragt worden auch, was ist denn jetzt mit den Airlines? Da muss es jetzt doch auch langsam losgehen. Und wie stehen die jetzt im Moment da? Und wie unterscheiden die sich? Und wo hängt da noch wieder Staat mit drin? Und so weiter. Und darum gibt es eben diesen Report von uns nächste Woche zu den chinesischen Airlines. Und außerdem noch zur Aktie des börsennotierten Pekinger Flughafen. Schauen Sie sich's an, die Reports von uns sind kostenlos. Sie kriegen sie auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link ist auch nochmal hier unter dem Beitrag. Und dann haben Sie eben eine Grundlage zu dem Thema, dann können Sie selber schauen, was Sie damit auch machen. Das heißt aber eben im Umkehrschluss natürlich nicht, dass man jetzt sein Depot komplett leer räumen soll und dann vollstopfen soll mit chinesischen Airline-Aktien. Das ist einfach eine Anregung, nicht mehr und nicht weniger. Also abschließend nochmal, soll man sich's wirklich antun bei den Risiken, die es gibt, dass man Einzelaktien kauft? Wenn jemand sagt, ich will einfach irgendwie in Aktien investieren, aber ich will mich nicht auseinandersetzen damit, gar nicht, dann würde ich auch inzwischen sagen, da sind Fonds oder da sind ETFs wahrscheinlich besser. Ich gehe aber nach wie vor davon aus, dass in vielen passiven Anlegern tief drin ein aktiver Anleger steckt, der raus will und den man auch nicht unterdrücken darf. Und ich gehe außerdem auch davon aus, dass eben Einzelaktien nicht so riskant sind, wie das die Statistik vielleicht nahelegt, weil die eben zum Teil auch falsch interpretiert wird. Und man kann seine Chancen eben auch deutlich erhöhen als aktiver Anleger, wenn man bestimmte Risiken einfach meidet. Regel Nummer 1, kaufen Sie möglichst wenig Schrott. Und Regel Nummer 2, kaufen Sie am besten überhaupt nur Aktien, die anschließend steigen. Damit schlagen Sie dann auch jeden ETF, das ist dann auch statistisch belegbar. Ein kleiner Statistikwitz noch zum Schluss aus der guten alten Zeit des Kalten Krieges. Frage an Radio Erivan. Stimmt es, dass die Hälfte der Mitglieder des Zentralkomitees der Partei Idioten sind? Unsinn. Die Hälfte der Mitglieder des Zentralkomitees sind keine Idioten. Alles Gute Ihnen. Denken Sie noch dran, dass Sie sich eintragen für unseren Gratis-Zukunftsmärkte-Report auf www.zukunfts-märkte.de. Und wie immer, Dankeschön fürs Zuschauen.